Recht herzlich willkommen zur 49. Folge von Stellaris. Ja, wir sind hier unterwegs und haben letztes Mal Dimitris Prime, da waren wir drauf. Gucken wir da nochmal rein und wir wollten da schauen, dass wir brauchen hier mehr. Aber warte mal, wenn wir in der Pause sind, wird das nicht mehr. Dass wir da was bekommen und dann, wo ist er denn jetzt? Da ist er. Wie viele Points brauchen wir denn da, um das zu erweitern? Oberfläche. 45, es fehlen 45,2. Okay, wir haben erst 44. Das würde bedeuten, irgendwas bei 90 dann. Okay, 34. Und jetzt werden hier schon 21. Das ist natürlich nicht gut und ist auch gleich weg, ne? Da kann man auch erhöhen. Was ist das? Ja, wir haben eine negative Bilanz, aber hier sind noch 10.000. Alles gut, mal mir keinen Kopf um das Geld, eher ums Essen. Weil da ist jetzt nur noch 14. Die werden gleich schreien und meckern und uns massakrieren wahrscheinlich. Jetzt ist da nur noch 9. Hier sind 3, wenn wir die hochsetzen, ist das vielleicht besser. Oh, hier sind sogar 4, aber das ist schon 9, ne? Das würde bedeuten, wir nehmen die 3 und steigern die erstmal, ne? 25,2. So, jetzt ist Hungersnot da. Ja, wir müssen ja mehr Nahrung produzieren, das ist schon richtig, ja, das wissen wir. Noch 16 fehlen, aber da kommen auch nur noch gerade 5 bei. Ist klar, die Produktivität fällt natürlich dann auch runter, wenn wir dann, ne? Ja, Schiffsunteil, minus 5. Komm schon. 9,8. Die Atmosphäre von Chili Prime ist ihre berauschenden Effekte entledigt worden. Okay. Ach so, entledigt worden. Das heißt, es ist weg. Okay, passt. Okay, hier ist schon mal eine rote. Wegen Unzufriedenheit oder was? Hm. 9,8 fehlen. Das ist nicht gut. Und die fehlen überall. Hm. Kommen wir jetzt schon hier. 3,3. Beim nächsten Tacken ist es dabei. Komm. 86,5. Hungersnot ist immer noch da. Der Monat geht gar nicht rum, oder wie ist es jetzt? Und dann ausbauen. Und hoffen, dass das was bringt. Ja, Bauprojekt ist das. Und wie lange dauert das? Tropisches kleine Bauprojekt, ja. Ist so. Gut, Übersichtskarte. Okay, das liegt jetzt in unserem Bereich hier, oder wie sehe ich das? Können wir mal kolonisieren. Machen wir das schon? Ich weiß nicht. Nein, ne? Gibt es aber nichts zu essen, das ist schlecht. Dann kolonisieren wir das nämlich noch nicht. Aber machen müssen wir es irgendwann. Das ist definitiv klar. Wo ist denn das Kolonieschiff von letztens? Sieht man jetzt wahrscheinlich mehr, ne? Oder ist das hier schon angekommen? Da wollte man eins hin haben, ne? Müsste hier gelandet oder müsste hier landen, Ben. Konstruktion, 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 Kolonie. Wo ist das? Da.
Okay, und das zweite ist da, fliegt nach da, okay. Läuft gerade schlecht in dem Sinne, ne? Sind wir da oben? Der Raumhafen, ach so, da war mal eine Baureihe, okay. Müssen wir jetzt aber nichts machen. Wie sieht das hier aus? Die sind rot, sind aber riesengroß, also. Entschuldigung. Läuft, ne? 75. Geht aber nicht, wegen 20%. So. Überall blinkt das hier so und keiner weiß warum, ne? Verfolgung beenden. Wissenschaftler ist vor Ort. Ach so, die läuft auch, die Kolonisierung. Krass. Hier haben wir da was. Können wir aber nichts machen irgendwie. Der blinkt, aber bringt uns nicht weiter. Hast du? Hier ist irgendwie. Doch, da unten blinkt's. Bringt uns auch nicht weiter. Keine Ahnung, wofür es gut ist. Die zwei haben wir, die haben wir, die haben wir noch nicht. Holen wir da nochmal rein. Der ist da am Blinken. Ja, da ist auch was, aber wir wissen nicht was. 18. Das sinkt auf jeden Fall. Irgendwas ist irgendwo besser geworden, aber keine Ahnung was. Macht unsere Forschung. Antonio Saletta. Also das ist der Balken, ne? Und das läuft auch wieder. Was ist da reingekommen? Anführer hat eine neue Stufe erreicht. Okay, wunderbar. Wie seit sind die Kolonieschiffe? Ist schon vor Ort, oder was? Sieht wohl so aus. Nee. Das war der Anführer, der da steigt. Hier sehe ich aber nichts. Normalerweise war doch so ein Bildschirm dann da. Ach so, es kommt gerade an. Okay. So, dann müsste sich das jetzt ja hier ändern, oder? Hält an und müsste jetzt dann verschwinden, ne? Jo, da ist es da. Und das zweite Kolonieschiff. Ist da. Ist auch angekommen. Kolonisiert da. Ja, 20 Monate dauert das. Aber wie man sieht, wächst unser Reich dann auch. Gut. Läuft, ne? Könnte man sagen. Aber hier läuft es nicht. Aber wohl, 17 ist schon besser wie eben 21. Das war verkehrt irgendwie. Können wir aber nichts ausbauen. Sind auch gerade rot hier. 20% unzufrieden. Der würde gehen. Die würde auch gehen.
ansonsten gibt es nur eine Förderung dann untereinander. Die ist auf jeden Fall noch zufrieden, ne? Die sind alle unzufrieden. Gut. Wie viel brauchen wir da? Achso, da müssen wir hier gucken, ne? 20 noch. Ist aber auch nur noch 3, ne? Wegen Unzufriedenheit wahrscheinlich sogar, ne? Ja, gut. Das ist wohl eine Feindflotte gewesen, ne? Das sieht ja irgendwie cool aus, ne? Hammer, oder? Keine Ahnung, Gasriese oder was? Ein Pulsar. Ein Neutronenstern, cool. Das ist eine feindliche Flotte. Wo ist unsere Flotte? Das ist die nächste Frage, ne? Wo sind die? Da unten, okay. Sollte man mal da vorbeifliegen und gucken. Da war ja was. Aber wahrscheinlich haben wir da auch keine Chance, weil die wieder zu stark sind, oder ne? Okay. Wir haben 336 und die haben, wer weiß wie viel. So, dann lass die mal besser wegfliegen. Okay, da ist die Kolonie aufgebaut. Ist natürlich jetzt da nicht da, wo Essen ist. Das wäre dann schön gewesen, ne? Sind da natürlich auch nicht zufrieden. Naja. Es ist 17, ist miese. Läuft auch nicht. Das Reich wächst. Ob das das Richtige ist. Theokratische Diktatur. Wer ist denn das? Die sind es auch nicht. Die sind es auch nicht. Ich weiß nicht, wo die sind. Ist wahrscheinlich noch nicht mal wichtig, ne? Das Symbol sehe ich hier gar nicht. Aber kann ja auch nicht schaden, ne? Zu viele Koloniesysteme, okay, das bedeutet, wir müssen wieder was erweitern. Hier oben vor allem dann, ne? Wo waren das hier bei Meer? Planeten. Waren wir eben, ne? Neuen Sektor erstellen, machen wir mal, oder? Oh, geht noch nichts. Ich dachte, doch, da ist ja noch einer. Ach so, okay, dann geht es auch so. Sind das schon alles unsere? Eigentlich nicht, ne? Aber ab sofort doch. Das sieht so ganz gut aus, oder? Zock, 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 zock.
Der geht dann da ein. Oder sollen wir die noch mitnehmen, oder? Warte mal, wie groß ist denn das? Ja, ist reichlich, ne? Den noch und den noch. Dann nehmen wir noch den dabei und dann ist gut. Und das ist der zweite Sektor dann. Okay, das lassen wir so. So, das schließen wir. Kriege ich jetzt den zweiten Sektor auf. Die Miss Prime ist da hinten. Shady Prime und ich glaube, das ist dann der, genau. Da geht nicht. Oh, da ist sogar ein Planet drin, der funktionieren würde, ne? So, und den nehmen wir noch mit rein, ne? Und das wird dann der nächste Sektor. Genau, so machen wir das. Gut, okay, dann haben wir den auch. Und das war Demis Prime Sektor. Okay, was ist passiert? Planetenliste. Wer könnte das nur gebaut haben? Kann man nichts anderes auswählen, also machen wir das. Hier fehlt noch ein Anführer. Auch schön, verfügbar. Der hat schon 2 Sterne, ne? Nehmen wir aber den. Und die Miss Prime Sektor ist der. Den ändern wir dann auch nochmal. Mehr gehen nicht erstmal, aber es ist ja schon mal was. Läuft. So, was macht's Essen? Immer noch schlecht. Die Miss Prime. Da können wir nochmal was updaten. Das sind 2, das sind 4. Der 4er geht nicht. Nehmen wir den. Oh, jetzt läuft sie schon negativ. Das ist schlecht. Das mit dem Essen, das ist schwierig. Gut. Okay, aber ich würde sagen, ums Essen kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.